Ja, liebe Leute, da sind wir auch wieder. Der Sluxy und der Wishes. Der Wishel. Der Wishel. Der Wishel. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majora's Mask. Genau. Mittlerweile ist der, glaube ich, alt, ne? Wir müssen uns erstmal ein bisschen entschuldigen, dass es jetzt so lange gedauert hat mit den letzten Parts. Wir hatten noch privat einiges zu tun und ja, aber wir geben uns Mühe, dass das hier alles so am Schnürchen klappt. Jo. Diese Maske, das Horrorkind missbraucht die Maske, die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Buhu, buhu. Wir müssen das Schlimmste verhindern. Sümpfe, Berge, Ozean und Canyon. Was wollte Tail uns damit sagen? Ich wette, er meinte, die vier Gebiete außerhalb der Stadt, du findest sie im Norden, Süden, Osten, Westen. Er macht Werbung für Altus, Alter. Ja, Mann. Ja, komm, Navi, wir haben jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, schön. So. Diese drei oder vier Parts, je nachdem, wie lange wir spielen, oder wie wir die Parts schneiden, besser gesagt, läuft das Ganze bei mir ab. Pass auf, Digga, du kannst jetzt schon anfangen, die Nebensachen zu machen, wenn wir uns gleich mal ein bisschen um die Theorie kümmern. Richtig, das heißt, ich hake ab das Dojin. Das kannst du gleich noch machen. Langsam, langsam, langsam. Zuerst die Fee. Die Fee? Was willst du nochmal mit der Fee? Feenmaske als Junge. Ach so, ja, stimmt, hast du recht. Wird schon ein kleines bisschen. Ja, wir wollten auf jeden Fall jetzt das Dojin können wir schon machen. Ich weiß nicht, willst du Kamaru vor dem ersten Tempel noch machen oder wollen wir den verschieben? Wen? Kamaru, den Dancer. Nee, den machen wir erst später. Gut, dann, du kannst aber gleich den Kollegen daneben dir ansprechen, der dir Dinge, der das Lied des Windes. Das ja, hier gibt's einiges zu tun, Langer. Vertrau mir ja, mal. Ja, erstmal anfangen, ne? Das so, kriegen wir alles in den Griff. Zuallererst mal brauche ich das Bomberbuch, weil das Bomberbuch ist das Wichtigste, denn da drin werden alle Sidequests erfasst. Also kriegst das Bomberbuch doch erst als Junge. Erinnerst dich, du hast zuerst gedacht, dass man es doch als Deko kriegt. Hast du die Zahl noch im Kopf? Nee, als Junge. Das die Zahl war, glaube ich, 3, Scheiße. 2, 1, 5, 7. Und wenn das jetzt stimmt, bin ich richtig gut. 3, 2, 5, 1, 4. Fuck! Fast. Ja, man muss aber auch halt sagen, die letzte Aufnahme ist jetzt, glaube ich, schon fast eine Woche her. Nee, ist sogar eine Woche her. Yep. Aber das ist gut, wir haben die ersten vier Zahlen zusammengekriegt und Jan hat sogar komplett alles zusammengekriegt. Respekt. Ich will jetzt mal was testen, das ich in einem Speedrun gesehen habe. Wo ist mein jetzt hier unten? Da kommen die Pro-Skills. Oh mein Gott, Sluxy haut die Pro-Skills raus. Oh mein Gott, wir haben einen wilden Tridi in der Aufnahme. Wusste, dass der Abschluss bringt. Ich hab doch gesagt, ich platze rein, wenn ich. Nee, wenn das ich funktioniert finde, so nicht. Wo, egal. Wo ich jetzt hast du den Sluxy voll aus seinem Speedrun. Ja, ja, ja. Ohne Scheiß, schäm dich. So schnell kann's gehen, wa? So, erstmal Le Fee abgeben. Le Fee. So, jetzt kriegen wir die Feenmaske und die ist für was gedacht, lieber Jan? Für die jeweiligen Tempel, um die Feen anzulocken, damit die zu uns fliegen, statt blöd in der Gegend rum. Genau, denn es ist nicht nur diese eine Fee, die in 1000 Teile zersprengt wurde. Ich finde das immer wieder auch geil erklärt. Nein, es gibt mehrere dieser Feen, genauso wie in OOT. Und auch diese wurden in schön einzelne, saubere Stücke zerteilt. Genau. Und die müsst ihr dann in den jeweiligen Tempeln zusammensammeln. Das ist halt sozusagen die Sidequest pro Tempel. Schön mundgerecht in 400 Gramm Päckchen. Genau. Wird dann auf Morganhandel vertickt, Alter. Die ich hätte gern 400 Gramm gemischte Hackfee. Ja gut, wollen wir uns dann jetzt schon mal die Zeit nehmen, während du noch ein paar Nebensachen abklapperst, uns mal die Theorie anzuschauen? Ja klar, ich hole jetzt erstmal ein bisschen Geld und dann fange ich eh nochmal die Bomberjungs und währenddessen kannst du eigentlich vorlesen, weil das kennen wir ja schon. Dann passt es ja, dass der Tridi auch mit dabei ist, dann kann er da auch ein bisschen was zu sagen. Also ja, ist vielleicht gerade immer so verkehrt. Ich werde jetzt erstmal den Text vorlesen, Leute, also also eine sehr interessante Theorie, die wir da gefunden haben bezüglich Links Tod und verwunschener Wald und was dieser am Anfang im Intro dieser riesige Sturz so mit auf sich hatte, aber ja. Lasst euch einfach mal überraschen. Wie gesagt, ich werde den Text jetzt erstmal vorlesen, das wird jetzt erstmal ein kleiner Monolog. Genießt einfach das Gameplay und hört einfach mal zu und dann könnt ihr ja jeweils in den Kommentaren nochmal eure Meinung dazu abgeben. Wird uns auch mal interessieren. Wir werden natürlich auch drüber diskutieren. Jo. Alles klar. Let's go. So, den Text habe ich von der Seite fanfiction.de. Kann man vielleicht mal verlinken, mal schauen.
Aber wie gesagt, so. Wenn man in letzter Zeit im Gaming-Kreisen über Zelda diskutiert, kommt man an einer Theorie nicht vorbei. Link sei Majora's Mask tot und das ganze Spiel behandelt nur metaphorisch Links Umgang mit dem Tod. Beim ersten Lesen wirkt diese Theorie schrecklich aus der Luft gegriffen. Von irgendwelchen Creepypasta-Schreibern oder Menschen, die gern ein kindliches Spiel zerstören und Sachen reininterpretieren, die nicht in diesen Kontext gehören. Betrachtet man aber die Fakten, wird einem heiß und kalt. Majora's Mask ist der direkte Nachfolger zu Ocarina of Time, wie jeder weiß. Link sucht seine Fee Navi, die nach den Ereignissen in OOT verschwunden ist. Also reitet Link in die verlorenen Wälder und dort setzt die Theorie an. Angeblich stirbt Link schon an dieser Stelle. Ob der Tod ihn vor oder nach der Begegnung mit dem Horror-Kid ereilt ist... Ja? Hä? Ja? Wo ist denn der hin? Du hast dich gerade rausgebracht. Ob der Tod nach der Begegnung mit dem Horror-Kid ereilt ist, ist unklar und wird von keinem so klar definiert. Allerdings behaupten sämtliche Quellen, die man findet, dass Link bereits verstorben ist, wenn man ihn das erste Mal steuert. Und ebenfalls beim ersten Steuern wird bereits klar, alles ist surreal und wesentlich düsterer als dem doch eher kindlichen Vorgänger OOT. Überall ist Nebel. Eine bedrückende Stimmung wird aufgebaut und kurz darauf stürzt Link in den Abgrund. Nun müsste uns etwas auffallen, was einem ja fast schon ins Gesicht springt. Link kann diesen langen Fall gar nicht überleben. Weder nach Spiellogik noch nach Reallogik. Wie also kommt er lebend auf dem Boden an? Yeah! Das musste sein. Voll bei dir, Alter. Weiterhin wird er vom Horror-Kid in einem Deko verwandelt. Alle anderen Verwandlungsmasken stammen von Toten. Wieso nicht auch die Deko-Maske? Ja, da gibt's ja auch noch eine andere Theorie, aber dazu, ja. Ne, wir wollen die jetzt nicht hier. Ja, da kommen wir da noch drauf. Willst du erstmal drauf zurückkommen auf die Deko-Maske? Nee, können wir uns später ja noch aufheben. Genau, weil es gibt Majora's Mask hat eine Menge Potenzial für Theorien und ich würde die gerne alle in diesem Oh, jetzt bauen, weil ich's super interessant finde. Lappen, ey. Probleme. Ja. Digga, du musst die nicht nochmal fangen, ne? Doch, fürs Bomberbuch. Echt? Kriegt man das nicht, wenn man den Code einfach angibt? Sagt er nicht dann, oh, du musst zu uns gehören, hier kriegst du das Buch? Können wir ja gleich mal testen, ich glaub's zwar nicht. Probier das mal, setz mal jetzt ein Safe State und probier's mal, gib den Code an und falls er uns einfach nur durchlässt, kannst du den Safe State ja nochmal laden, falls wir uns da was verbacken. Alles klar. Aber ich meine, den Code rein angeben ist ausreichend. Guck mal, kann selbst das Luxi noch was dazu lernen. Wenn wir jetzt natürlich den richtigen auf die Kette kriegen. Ja, jetzt müsste er, glaube ich, ihr das Buch geben. Sprech ihn nochmal an. Nee. Nee, alles klar, gut. Mein Fehler. Kann er ruhig. Egal, weiter im Text. Ja. Mhm. Alles klar, ich drück mal eben meine, mein Lollipop aus. So, So, wieso nicht auch die Deko-Maske? Nun folgt das Treffen mit der mysteriösesten Figur des Spiels, wenn nicht der Zelda-Reihe schlechthin. Dem Maskenhändler! Mal ganz davon abgesehen, dass diese Figur echt creepy ist und so oder so Stoff für verschiedene grausigsten Theorien liefert. Man schaue sich seinen berühmten Satz an, You've met a terrible fate, aren't you? Etwas genauer an. Und nein, nicht im Vendrawn-Sinne. Vendrawn kommen wir auch noch später zu, alles zu seiner Zeit, Freunde. Und darum geht's nicht. Zuerst könnte man meinen, der Maskenhändler beziehe sich auf die Verwandlung in einem Deko. Für die übrigens, die kein Englisch können, der Satz bedeutet, im Deutschen sagt er, du bist einem schrecklichen Schicksal begegnet, nicht wahr? Zuerst könnte man meinen, der Maskenhändler beziehe sich auf die Verwandlung in einem Deko. Aber auch nachdem man die Verwandlungsform losgeworden ist, konfrontiert er einen immer wieder mit seinem Terrible Fate, also dem schrecklichen Schicksal. Noch dazu die plötzliche... Gott, ist der Text scheiße geschrieben. Noch dazu die plötzliche Mimikwechsel und das Erscheinen einer Orgel aus dem Nichts. Es wirkt wie eine verzerrte Traumwelt, in der Link sich zurechtfinden muss, um seinen Tod zu verarbeiten. Nun könnte man sagen, das ist alles Magie. Das ist Zelda, was kommst du mir da mit Logik? Nun bringt man das zugegebenermaßen eher schwache Gegenargument, das beim direkten Vorgänger OOT wenigstens alles halbwegs physikalisch korrekt ablief und bei Majora's Mask alles aus den Fugen gerät. Bomberbuch! Ey, yo, hier hast du Bomberbuch. Fett. Hä? Fett. Fugengerät. Ja, in der Links sich zurechtfinden muss. So, du holst mich immer wieder raus, Ding. Sorry. Allerdings kommt noch einiges dazu, was die Theorie unterstützt. Und das durchaus plausibler. Und ab jetzt wird's interessant, Freunde. Obdach, zuhören.
Denn dazu wollen wir eure Meinung wissen und dazu werden wir gleich Stellung nehmen. Jo. Warum werden Charaktermodelle aus OET einfach wiederverwendet? Leute tauchen wieder auf, heißen anders und erinnern sich nicht an Link. Die Antwort darauf ist einfach. Da Link tot ist und das seine Reise zur Verarbeitung ist, projiziert er Menschen und andere Wesen aus seinem Gedächtnis in diese Welt hinein. Er kann sich ja schlecht komplett neue Menschen ausdenken. Ist hingebogen, ist eine Theorie, darf man nicht vergessen, aber es ist sinnig, wenn man es sich hinbiegen mag. Es funktioniert aber schon. Es funktioniert, ja. Nun kommt. Wir gehen da später nicht. Ich will nur eben den Text durchhaben, dann haben wir ihn durch. Weißt du? Nun kommen wir zu der Welt an sich. Erstens, der Name Termina. Man kann es jetzt aus verschiedenen Sprachen herleiten. Vielleicht kommt es vom englischen Terminus, was Ende bedeutet. Keine weitere Erklärungsbedarf, warum das Stoff für die Theorie ist, oder? Vielleicht kommt es auch vom lateinischen Terminus, was die Grenze heißt, was ebenfalls die Theorie unterstützen würde. Es ist ja die Endstation, die Grenze zum Jenseits, die Link durchläuft. Der größte Beweis für die Theorie ist die Einleitung der Welt in das Modell der 5 Phasen der Trauer. Klingt erstmal verrückt, macht aber sogar Sinn. Die erste Phase nach dem Modell ist die Verleumdung. Man denkt an Unruhestadt. 3 Tage bevor die Welt untergeht, treffen dort alle Vorbereitungen für den Karneval und leugnen die Existenz der Gefahr, die vom Mond ausgeht. Die zweite Phase nach dem Modell ist die Aggressions- und Schuldbewusstseinsphase. Wenn man dazu an die Waldregion denkt, alle Dekos dort sind ziemlich aggressiv drauf und wollen einen kleinen süßen Affen für ein Verbrechen hinrichten, das er nicht begangen hat. Und auch Odolva, der Boss des Waldtempels, wirkt so, als wäre an dem Tag, an dem er Link über den Weg gelaufen ist, sein Hund überfahren worden. Die dritte Phase nach dem Modell ist die egozentrische Schuld. Daher, man gibt sich selbst an allem die Schuld. Kommt einem das nicht von einem gewissen Gorone namens Damania. Keine Ahnung, hier steht Damani. Du bist nicht meine Leute. Wishes. Kleinigkeit, die ich anmerken wollte. Dir ist bewusst, dass du. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr jetzt in Majora's Mask? Wir sind ganz am Anfang, Digga. Ja, ich zock doch nebenbei, das meine ich. Nee, aber ich meine nur, du hast jetzt zum Beispiel gerade den ersten Boss vorhin gespoilert. Ja, ey, auf Sluxys Kanal wird keiner Majora's Mask nicht kennen. Und jeder, der Majora's Mask LP guckt, ist ja auch, ich habe ja auch gesagt, wir werden die Theorie gucken. Also wer sich jetzt wegen Spoiler aufregt. Hattest du eine Spoilerwarnung am Anfang? Ich hab gesagt, wir werden die Theorie basiert aufs ganze Spiel. Das wird ja wohl Spoilerwarnung genug sein. Das wollte ich angefragt haben. Gut, also nochmal hier, Tridi hat es nochmal gesagt, für die Spoiler-Schützigen spult jetzt. Obwohl, wir werden aktivieren uns hier auch gleich mal die Bank, ne? Dann spielt es erstmal selber, bevor ihr das LP guckt. Sollte man sowieso eigentlich. Alles für so wieder rausgebracht. Danke, lieber Österreicher. Kommt einem das nicht von einem gewissen Garone namens Damina? Ich nenne jetzt Damina. Daminus, Damini. Dami, bekannt vor, der nun sich allein die Schuld gibt, dass er sein Volk nicht vor der Kälte retten konnte. Die vierte Phase ist die der puren Verzweiflung. Die komplette Küste Terminas ist ein einziger Hort der Verzweiflung, beginnend bei den Strandarbeitern bis hin zu den Zoras, dessen großer Held Miau stirbt. Miau, miau. Die fünfte Phase ist die der Akzeptanz. Der Chef der Geister im Canyon, Igos Du Ikana, unterbricht seine streitenden Leibwächter mit dem Satz: Das Königreich ist zerstört und wir sind, was wir sind. Dass sich all diese Motive in einer Welt finden, die schon Ende oder Grenze heißt, in die Link quasi hineinstürzt, ist schon ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Theorie nicht aus der Luft gegriffen ist. Aber das war noch nicht alles. Link ist durch den Mond und seiner 3-Tages-Frist gezwungen, wieder und wieder ein Ende zu erleben. Wieder und wieder. Vielleicht, um zu lernen, mit seinem Ende umzugehen. Vielleicht, weil er tot ist. Wenden wir unsere Augen mal von Majora's Mask weg hin zum chronologischen Nachfolger Twilight Princess. Wie wir aus OOT wissen, werden Leute, die in den verlorenen Wäldern versterben, zu einem Stalfos. Wenn man in Twilight Princess als Wolf bestimmte Steine anheult, transportiert dieser eine zu einem anderen Ort, wo ein Stalfos einen neuen oder vielmehr vergessenen Techniken beibringt. Wenn man sich mit diesem Stalfos unterhält, redet er mit einem über seine Entschuldigung und dass er vor etwas weggelaufen ist. Man sieht, diese Theorie verankert sich an verschiedensten Stellen des Spiels und erscheint am Ende durchaus plausibel. Aber wie jede gute Theorie kann man sie weder widerlegen noch endgültig beweisen. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass Link tot ist? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt muss man noch sagen dazu, das hat Nintendo schon bestätigt, zumindest habe ich das aus gewissen Videos als Information,
Der Stalfos, der in Twilight Princess besucht werden kann, ist der Held der Zeit aus OOTO Majora's Mask. Das wurde bestätigt. Tridi, berichtige mich, wenn du was anderes weißt. Ja, soweit ich weiß, steht das in der Hyrule Historia. Ich hab's jetzt nicht zur Hand, sonst könnte ich die sogar noch. Also, es ist jetzt ein Fakt, dass es auf jeden Fall der Held der Zeit ist, weil Nintendo gesagt hat, das ist er. Also kann man davon ausgehen, zumindest in der Timeline, wo Link tot ist. Es ist naheliegend. Kurz zur Info, was ich mal kurz mache. Auf jeden Fall krass verstärkt. Ich habe jetzt mit der Mutter von Kaffei geredet und mir mal Kaffeis Maske geholt, damit wir die Weil haben für später. Ja. Also wie gesagt, wir werden im Let's Play mehrere Theorien aufgreifen, Freunde. Wenn ihr noch Theorien kennt, die wir vielleicht noch nicht kennen oder ich, weil ich habe mich da ja ziemlich krass mit beschäftigt, der Janne ja weniger, dann schreibt sie mal in den Kommentaren rein. Ich werde mich dann wegen den Theorien mal schlau machen und dann gehen wir mal so ein bisschen auf Theorie und Creepypasta-Jagd hier in Majora's Mask, weil ich muss sagen, Majora's Mask ist ein Spiel. Da muss man das machen. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Tridi. Was? Du machst den Fetten. Ich mach hier gar nichts, wie gesagt, ich zocke. Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt Antworten? Die Antworten lauten, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Verleumdung. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister. Mutu, ist das dein Ernst? Ja, jetzt, wo du sagst. Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsbrock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Terroristen, genau, die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten. Was für ein Name? Wissen. 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 Das musst du doch wissen. Wir Mitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Dotour? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Bürgermeister Dotto wurde aus dem Keller. Hochblatt. Und das ist der Zauber von Majora's Mask. Diese ganzen Nebenquests, die so storybedingt zugekleistert sind, dafür liebe ich Majora's Mask. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich es besser als OOT finde. Persönlich. Also das ist jetzt keine subjektive Bewertung. Auch wenn man objektiv besagen muss, ne? Majora's Mask ist der erste Teil, der sich wirklich kreativ außerhalb der Zelda-Reihe bezieht und das Spiel musste in sehr große Fußstapfen treten und hat es bramos gemacht, meiner Meinung nach sogar besser. Aber das ist wie gesagt subjektiv. Oder was sagst du, Jan? Ja, also ich finde, Ocarina of Time und Majora's Mask sind somit die besten Zeldas, das ist immer ganz klar. Aber es ist schwierig, da jetzt zu sagen, der eine ist in dem besser oder der andere ist in dem besser, beziehungsweise um zu sagen, der eine ist generell besser als der andere. Muss jeder sagen, wie es ihm gefällt, ne? Ja. Also ich sag jetzt mal ganz im Ernst, Majora's Mask ist für mich nicht nur das beste Zelda, es ist für mich sogar einer der besten Videospiele, die ich jemals gespielt habe. Und das ist bei mir eine hohe Wertung. Aber wir müssen leider einen Schnitt machen, Jan. So leid, wie es mir tut. Jo. Ihr seid dran, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare zu der Theorie. Wenn ihr neue Theorien habt, her damit. Wir greifen die gerne auf. Habe ich richtig Bock drauf. Wir werden auch auf Ben Drawn und die ganzen anderen alten Schinken noch voll zurückgreifen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder auf Termina. Bis dann. Ciao. Tschüss.